Willkommen zur Vorstellung einer etwas ungewöhnlichen Mod für Minecraft, nämlich der Ultimate K-Mod für die Version 1.12.2. Die gibt es auch für 1.11.2 und soweit ich gelesen habe auch für 1.10.2, aber wir machen es jetzt am Beispiel der derzeit aktuellsten Version, nämlich 1.12.2. Was man für die Installation braucht, ist Minecraft Forge sowie die Redstone Flux API und natürlich die Mod selbst, nämlich die Ultimate K-Mod. Und ich habe schon mal vorgearbeitet, denn ich habe mir überlegt, wir fangen im Grunde genommen bei dem Endergebnis an, dass man erstmal sieht, wie das überhaupt alles so ist, wie man damit umgeht und dann kommen wir zu den Feinheiten. Das Auto steht hier, das ist ein sogenanntes Wooden Car, das ist das kleinste Auto, was es dort gibt, ist zum Teil aus Holz gebaut und natürlich noch aus vielen anderen Bauteilen, zu denen ich wie gesagt später komme. Mit Rechtsklick steigt man ein, mit F5 kann man die Sicht verändern, genauso wie man das sonst normal auch kann. Hier sitzen wir im Auto jetzt. Ich mache das mal von außen, von der Außensicht. Mit der Taste I kann ich mir anzeigen lassen, was an Inventory in dem Woodcar ist. Also da ist normalerweise ein Schlüssel drin. Jetzt habe ich den aber hier in meinem eigenen Inventar. Also zu jedem Wagen gehören eigentlich zwei Schlüssel. Und auch nur mit diesen Schlüsseln kann man diese Autos dann, soweit ich weiß, starten. Dann wird die Kraftstoffanzeige wird hier gezeigt und Höhe des Schadens an dem Wagen. Also ich habe schon so ein bisschen Probefahrt hier gemacht und bin hier und da mal drangekommen, drangefahren an die Bande und so weiter. Deswegen ist die Damage bei fast 50%. Das macht aber gar nichts. Ein Wagen kann man auch generell reparieren. Aber jetzt zeige ich erstmal, wie das Ding überhaupt fährt. Mit der Taste R mache ich den Wagen an. Und mit WASD steuere ich das Ganze. Also ich bin noch nicht so ganz firm mit dieser Sache. Man muss auch ein bisschen vorsichtig sein. Wir fahren jetzt erstmal hier vorsichtig raus. Ah, so, jetzt sind wir schon draußen. Und quasi auf dem Circuit hier. Ich habe mir so einen kleinen Circuit gebaut, dass man erstmal sieht, wie das Ding überhaupt... wie sich das Ding überhaupt fährt. Also es ist nicht ganz so einfach, wenn man es sich gewohnt ist. Man muss das so ein bisschen üben, aber wenn man es halbwegs drauf hat, dann funktioniert das halt auch. Die Strecke ist aus Asphalt gebaut. Die Linie am Rand kann man selber ziehen. Auch dazu später mehr. Der Wagen kann auch rückwärts fahren. Und wie gesagt, die Innenansicht ist auch sehr spannend. Wie man vielleicht am Motor hört, fährt dieser Wagen mit Dieselkraftstoff. Das ist Biodiesel. So, noch einmal die Innenansicht. Vielleicht nochmal eben in die andere Richtung. Man muss immer sehr stark aufpassen, dass man nirgends dran fährt. Also der Circuit ist ringsrum von Leitplanken umgeben, wie man sieht. Und wir halten jetzt einfach mal an einer Zapfsäule, wo man dann eben auch tanken kann. Steig einfach mal aus. Der Wagen läuft noch. Und mit R. Ach, geht nur, wenn ich drin sitze. Mit R schalte ich ihn wieder aus. So, jetzt kann ich mit Shift wieder aussteigen und kann mir mein schönes Auto angucken. Doch wie baut man jetzt eigentlich ein solches Auto? Und dazu kommen wir jetzt. Für den Wagen, den wir jetzt herstellen, es gibt unterschiedliche Autos, aber das kleinste, was ich jetzt gerade vorgestellt habe, das bauen wir einfach mal nach. Dazu braucht man erstmal eine Windschutzscheibe. Die stellt man aus diesem Glas her. Da haben wir sie schon. Dann brauchen wir einen Autositz. Den stellt man so her, mit normalen Holzbrettern und Wolle. Das ist ein Einsitzer, deswegen reicht auch ein Sitz. Das nächste sind die sogenannten Car-Body Parts. Das ist quasi die Karosserie des Autos. Wir haben vorhin ein etwas helleres Auto hergestellt und jetzt erstellen wir ein etwas dunkleres. Dazu nehmen wir das dunkle Eichenholz. Man braucht 4 Car-Body Parts für dieses Auto. Also jetzt 5 drin, egal, 4 normalerweise. Und da haben wir sie auch schon. 4 Car-Body Parts aus dunkler Eiche. Als nächstes kommt der Autotank. Dazu benötigen wir Glas- und Eisenbarren. Das ist erstmal ein normaler Glastank. Und diesen Glastank packen wir wieder in die Mitte mit Eisen drumherum. Komplett. Einmal herum, dann haben wir den Autotank.
Räder brauchen wir auch. Wieder ist Eisen gefragt. Mit einem Eisen in der Mitte und schwarzer Wolle am Rand. Das ist jetzt ein Rad. Wir müssen insgesamt 4 Stück haben, glaube ich. Für 2 Achsen. Also insgesamt 4 Räder, ist ja klar. Dann die Achse als solche. Mit Iron Sticks. Und schon haben wir 2 Achsen. Übrigens, ein Eisenstick stellt man aus 2 Eisenbarren her. Das nur nochmal eben zum Zeigen. Daraus entstehen dann 2 Iron Sticks. Und aus 2 Iron Sticks und einem Eisenbarren erstellt man einen Kolben. Wir stellen einen Dreizylindermotor her. Das bedeutet, wir brauchen also insgesamt 3 Zylinder. 2 Eisensticks nochmal, dann haben wir insgesamt 3 Zylinder. Für den Motor an sich brauchen wir jetzt auch noch 3 Eisenblöcke. Einer, 2 und 3. Der Motor, der baut sich jetzt folgendermaßen auf. 3 Eisenblöcke unten, 3 Zylinder in der Mitte und 3 Flintstones, also Feuersteine, oben. Dann haben wir einen 3-Zylinder-Motor, der auf dieses Auto passt. Jetzt brauchen wir noch eine Control-Unit. Die stellt man aus Redstone, Sand und Eisen her. Redstone, Sand in der Mitte und Eisenbarren drumherum. Die Steuereinheit. Zu guter Letzt brauchen wir noch eine Truhe. Um jetzt so ein Auto zu bauen, reicht der normale Crafting Table nicht aus. Dafür benötigen wir einen sogenannten Car-Workshop und Car-Workshop-Parts. Für den Car-Workshop, also dem Hauptelement dieser ganzen Prozedur, benötigen wir zunächst einen Piston, den wir herstellen. Aus Holz, aus Eisen, aus Cobblestone und einem Redstone. Ein Piston genügt uns, den packen wir wieder in die Mitte und oben und unten Eisenbarren. Das ist die Hauptunit des Car-Workshops und nun benötigen wir noch Car-Workshop-Parts und zwar 8 Stück. 8 Stück. Nur zusammen ergibt das den Car-Workshop. Der steht hier jetzt schon. Einer steht hier schon mit Rampen zum Rauf- und Runterfahren. Ich baue den jetzt einfach mal, nur um das zu zeigen, hier irgendwo auf der Fläche auf, damit man das sieht. Der Car-Workshop als Hauptelement in der Mitte und drumherum die einzelnen Car-Workshop-Parts. Wenn man den letzten setzt, dann sieht man auch, dass das Ding aktiv wird. Jetzt sind hier noch keine Ölspuren und so weiter drauf. Ab jetzt ist hier auch Dreck drauf. Ab jetzt funktioniert das Ding. Und nun können wir alle Bauteile, die wir eben zusammengecraftet haben, zusammensetzen zu einem Auto. Fangen wir also an. Mit Rechtsklick auf den Car Workshop mit der Windschutzscheibe, mit dem Autositz, mit der Control Unit, mit der Truhe, quasi kofferraummäßig. Den Motor vorne, ist ja klar. Dann die Karosserie. Mit den beiden Achsen vorne und hinten. Und zu guter Letzt den Autotank. Und da ist das Auto fertig. Jetzt klicken wir auf Spawn Car. Und schwuppdiwupp ist unser Auto fertig, was wir jetzt auch benutzen können. Wie ich es am Anfang gezeigt habe. Wie man Benzin herstellt. Wie man eine Strecke baut aus Teer und so weiter und so fort, zeige ich in der nächsten Folge. Schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Bis dann.